Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Beim letzten Mal. So, alles gleich, ich wollte nur kurz checken, ob bei mir auch alles ordentlich aufnimmt, aber es scheint so zu sein. Jedenfalls, beim letzten Mal haben wir den neuen Kontinent erreicht. Und ich bin ein bisschen über die Magie gegangen. Ich habe noch nicht alles geklärt, weil es gibt noch das eine oder andere, das ist mir nämlich vorhin eingefallen, was ich noch hätte erzählen können. Aber mehr dazu später. Was wir machen müssen, ist heute zu der Abenteurerliga zu gehen und mal sehen, ob sie uns aufnehmen, weil dann werden wir die Nächsten, die Fina jagen. Ne? Und dann können wir vielleicht sogar gemeinsam nochmal auf Abenteuer gehen, weil ich meine, so läuft das hier. Nee, das interessiert mich nicht. Verrat mir, wie ich stärker werde. Ich will mehr Muskeln. Eigentlich interessiert mich alles nicht. Ich habe gehört, es soll gut sein, die Wasserzauberei zu lernen. Ja, da liegst du eigentlich voll daneben. Jedenfalls, Wasserzauberei hat schon seinen Sinn und seinen Zweck, aber dazu kommen wir dann. Das hier ist übrigens das Gebäude. Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, du wärst ein Abenteurer vom alten Kontinent. Ich muss dich warnen. Es gibt einige Orte auf diesem Kontinent, die als gefährliche Pflaster bekannt sind. Zum Beispiel das Ende der Welt, der Nebelwald und die Domruinen. Wie viele dieser drei Ortschaften werden wir wohl tatsächlich untersuchen, ha? Ich will zum Ende der Welt. Okay, da noch nie jemand dahin gekommen ist, weiß niemand, wie es dort ist. Schließlich endet dort die Welt. Ein Ort, an dem die Welt endet. Kann es solch einen Ort wirklich geben? Wer weiß, ha? Der Präsident wird sehr respektiert. Er hat Touristen angelockt und diese Abenteuerliga völlig verändert. Oh ja, das ist nicht die, die Justins Vater damals kannte, aber mehr dazu später. Hm, was sagst du da? Vom Standpunkt der Liga sind die Abenteurer Touristen. Aha, das heißt, anscheinend hat der Besitzer die Abenteurer, oder das mal, was mal Abenteurer waren, inzwischen nur noch zu, oder Touristen jetzt zu Abenteuern gemacht. Das heißt, es klingt mehr nach Sightseeing als irgendwas anderes, aber ihr erinnert euch an die Mucke und schaut mal hier zum Beispiel. Oder dort oben. Oder, okay, noch eins gibt's nicht, aber hier sind Bilder von Fina aufgehangen. Interessant, ha? Scheint hier wirklich wie so eine Art Popstar zu sein. Hm. Aber interessanterweise ist Fina nicht einfach nur ein normaler Tourist gewesen, die hat sich ja richtig Mühe gegeben, ha? Hm. Okay, was dir da so redet, ihr? Ich habe in Neuparm gelebt, aber es gibt ein Problem hier, weißt du, die Stadt ist von Giftschlangen umringt. Achso, das ist das eine große Problem. Gut, ich habe mir eingebildet, da wäre jetzt schon ein Rechtschreibfehler gewesen. Diesmal nicht. Und was ist dann mit dir passiert? Du bist der Abenteurerliga gejoint, ha? Willkommen bei der Abenteurerliga. Was für ein Abenteuer hätten Sie gern? Bei der Abenteurerliga haben wir alle möglichen Abenteuer eingerichtet, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Wir möchten gerne nach Arlent gehen, um die Angelo-Zivilisation zu sehen. Arlent? Für die Angelo-Zivilisation? Ich befürchte, wir haben noch keine Touren dafür vorbereitet. Ja, wie kommen wir dann dahin? Ich meine, eigentlich dachte ich ja, wir würden das selber erkunden, aber irgendwie scheint das hier nicht so ganz zu funktionieren. Gut, dann nehmen wir erstmal eins davon. Die Domruinen, los geht's, ne? Aha. Das ist ja irgendwie... Ich meine, schließt das eine nicht das andere nicht aus? Ich meine, wenn man Abenteurer ist, muss man immer zu gefährlichen Ortschaften gehen, oder? Na gut, dann reden wir mal mit dem... Ich befürchte, niemand geht dahin. Als Mitglieder bekommen Sie dann eine Karte von Elencia. Sie können alleine gehen. Okay, das klingt doch immerhin nach was. Na dann. Oh, wir müssen das Kennwort sagen. Okay. Dann fragen wir mal nochmal nach. Wenn ihr nach einem Kennwort fragt, ist es Ich bin Mr. Parkons Diener. Ujup. Ujup. Ujup, du. Ne. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Genau, es ging doch an einen Mr. Gauss. Warum Mr. Parkon? Das Büro des Präsidenten ist da hinten. Seien Sie bitte ehrlich und höflich zum Präsidenten. Okay, schauen wir mal. Na gut, dann sagen wir das Kennwort. Ah, was war das Kennwort nochmal? Pacon, der beste Typ der Stadt. Jupp. Ich mag deine Ehrlichkeit. Du bist doch kein bisschen eingebildet, mein Freund, ja? Dann versuchen wir es mal mit dem Nächsten. Jeder bewundert Mr. Pacon. Ich mag deine Ehrlichkeit, aber das ist es nicht. Also kannst du nicht reinkommen. Gut, alle Dinge sind drei. Ich bin Mr. Pacons Diener. Ding Dong, hier ist Ihr Paket. Kommen Sie rein. Dann schauen wir uns den Halunken mal an. Ich meine, was macht er mit der Abenteurerliga? Mensch, so kleines, feines Büro. Und noch ein Bit von Fina und noch eins, ha?
Ich glaube, da hat einer einen richtigen Fina-Fetisch hier. Mein Gott, du siehst so aus wie irgendein Clown. Wie kannst du die Abenteurerliga leiten? Wie bist du denn hier reingerückt? Hahaha, das denke ich mir auch. Oh. Gut, muss ich niesen? Nein, doch. Nein, doch. Nein, okay. Justin, vergiss nicht nach dem Beitritt zu fragen. Ja, genau deswegen sind wir hier, ne? Na gut, dann mich mit diesem Mr. Dingdong abzugeben. Jedenfalls wir, würden gerne der Liga beitreten. Okay, das heißt, du nimmst gar keine mehr auf, ja? Aber ich meine, die zahlen doch Beiträge, dann scheint das doch so gut zu laufen. Warum willst du nicht weitere Leute haben? Und ich habe eine Empfehlung schreiben meiner Mutter. Ja, eigentlich schon. Okay. Sowas mag ich persönlich ja gar nicht, wenn ein... Also, eigentlich finde ich schon in Ordnung, wenn ein Typ die Herrschaft hat, aber es gibt nun mal Situationen, wo man doch lieber eine Demokratie hat, oder? Okay, na voll clever. Du hast aus der Abenteurerliga jetzt einen Witz gemacht, scheinbar. Und Fina ist auf dem Ding drauf, hä? Ja, das habe ich schon so gehört. Also ist sie tatsächlich die Nummer 1. Aber wenn wir das mal so ansehen, ich meine, 99% dieser Abenteurerliga werden doch wohl nur Touristen sein. Und aus diesem Grunde ist es ziemlich deutlich, dass Fina da heraussticht, hä? Was? Sie ist deine Verlobte? Wie hast denn du das hinbekommen, Scherzkeks? Jetzt ist aber sauer. Jetzt werde ich euch nie in meiner Abenteurerliga aufnehmen, nur meins. Aber wann bin ich dein Diener geworden, hä? Ach ja, bevor wir reingekommen sind. Ich bin Mr. Pong. Ja, stimmt wohl. Aber das haben wir nur so gesagt, du Arschloch. Na gut, ich denke mal, die Abenteuerliga, darauf können wir pfeifen. Der mit seiner Schloddernase, ey, der Mr. Pacon, ey. Das ist ekelhafter Typ. Na gut, ja, wo sollen wir das haben? Es gibt kein Internet, wie hätten wir das wissen können, ne? Ja, ich meine, schwer zu sagen, ne? Fina hat wohl Geschmacksverkalkung. Trotzdem, wir haben sonst nichts vor. Gehen wir Fina zu Hause besuchen, hä? Ja, ich würde sagen, das wäre eigentlich recht effizient. Haben sonst nichts Besseres zu tun, ne? Alles klar, sie hat uns ja gesagt, über die Mary-Straße können wir ihr Zuhause erreichen. Und ja, weil wir es nicht in die Abenteuerliga geschafft haben, würde ich sagen, besuchen wir sie mal, weil ich meine, wir haben eh keinen anderen Ort. Und hier sind Schildkröten, die irgendwie grunzen können, yeah. Mann! Das Ding, auf dem Ding zu reiten wäre schon cool, aber ich glaube, dann wären wir 10-mal langsamer, als wenn wir einfach laufen würden. Schildkröten sind nun mal nicht schnell. Samba-Teams. Du kennst den Samba nicht? Guter Scherz, ich kann's nicht fassen. In Nepal ist Samba so ziemlich die bekannteste Musik, die es gibt. Ist das Samba-Musik, die hier läuft? Frag mich nicht, ich kenne mich da nicht so sehr aus. Aber gut, mehr in dieser Stadt gibt's nicht zu tun. Ihr seht schon, es gibt hier viel zu viele NPCs, als dass ich mit allen reden möchte. Mit dem können wir aber noch reden. Wenn ich daran denke, jemand wie Pacon ist der mächtigste Mann der Stadt. Wir haben nichts dagegen unternommen als... Also wem wundert's, dass die jungen Leute so... Stimmt genau, sehen Sie, Mister, Sie sollten Pacon mal die Meinung blasen. Und außerdem, ich bin nicht so alt, Mister, ich bin nur 20, du bist 20 Jahre, du siehst aber wirklich aus, als wärst du Ende 30. Na gut, dann war's das wohl. Folgen wir diesen Reifenspuren, ne? Aber was, Fußspuren? Halt, Moment. Jedenfalls, da hinten seht ihr schon auf der Karte, da ist ihr kleines Häuschen, dort so ein bisschen abgelegen. Das besuchen wir jetzt. Aber dafür müssen wir erstmal durch die Merrillstraße, wo es einige neue Gegner gibt. Immer noch keine Schwächen, was Monster angeht. Ja, tatsächlich immer noch nicht. Und hier ist direkt Gold mit dem. Aber Gift wird jetzt langsam eine Rolle spielen. Und zwar bei diesen Gegnern hier. Nicht bei allen Gegnern hier auf dieser Map. Und heute werde ich auf jeden Fall die Mucke spielen lassen, wenn man von hinten angegriffen wird. Keine Sorge, Tommy. Diesmal denke ich dran. Jedenfalls neue Gegner, die Cobras. Boah, Cobra Kai. Nein, wir sind hier nicht bei Karate Kid. Jedenfalls möchte ich, wie schon vorher gesagt, zuerst Feuermagie leveln. Eine weitere Sache, die ich vorher noch nicht zu Magie gesagt habe, ist, persönlich finde ich es besser, mit Stufe 1 Zaubern zu leveln. Das liegt aber eigentlich nur ganz allein daran, dass wenn dann Bosse kommen oder stärkere Gegner kommen, dass ich dann immer noch meine Stufe 2 und voraussichtlich, wenn wir so weit im Spiel sind, Stufe 3 Zauber habe und die überhaupt nicht dafür beeinflusse. Die sind einfach besser für Bosse, weil sie mehr reinhauen, aber für die normalen Gegner mache ich das dann eben nicht und ich würde gerne zu beschützen. Schaffst du das? Nee, hast du nicht geschafft.
Spuckgift. Gut, dass du das auf Justin machst, weil Justin hat einen so hohen Giftschutz. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Übrigens können diese Viecher hier auch Gegengifte droppen. Kann passieren, das heißt, es kann passieren, dass ihr vergiftet werdet und euch direkt heilen könnt. Aber hoffen wir einfach mal, dass kein Gift passiert, weil Gift ist in diesem Spiel nervig, finde ich. Denn, ich meine, in Final Fantasy zum Beispiel ist das so, wenn man Gift nicht heilt, dann schadet das immer nur, nachdem man eine Aktion gemacht hat. Hier ist das aber zeitlich begrenzt und ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine feste Zeit ist oder komplett RNG, also Random Number Generators, und ihr dann einfach irgendwann Schaden kriegt. In beiden Fällen nervt es einfach nur. Aber gut, gehen wir jetzt einfach mal um. Moment, da sind nochmal neue Gegner, andere Spinnen und ich lasse mich jetzt bewusst von hinten angreifen. Gebt euch mal die Mucke, ist schon actionhaltiger, klingt aber wirklich nach Danger. Aber ich mag das Theme, das ist auf jeden Fall, ich sag mal, nicht nur erfrischender, sondern eigentlich klingt es auch deutlich spannender für einen Kampf, aber kommt her. Ja, was willst du machen? Gummisaft? Ja gut, Zug kriegt eh so viel ab, dann lass ruhig, die wird schon nicht sterben. Nee, passiert schon nicht. Aber so kann ich halt beide treffen. Na, natürlich läuft die andere Spinne einen Umweg. Ihr seid doch so genial hier. Naja. Ich kann eh nur 10. Immerhin tot. Ein Gummisaft. Mein Gott, warum will jeder seinen Saft übers Zuschießen hier? Ich meine, hallo. Ja, Entschuldigung. Jedenfalls, ihr seht schon in der neuen Animation, sie hat einen Bogen deutlich gemacht. Finde ich aber schön, dass das Spiel so daran gedacht hat. Und ein bisschen, normalerweise, wie gesagt, haue ich direkt meine Zauberpunkte raus. Aber ich hoffe ein bisschen mehr darauf, zwei Gegner auf einmal zu treffen. Und das wäre in diesem Kampf, war im letzten Kampf leider nicht gegeben, obwohl sie ziemlich dicht standen. Heute auch noch nicht. In Grania 2 muss man sich über solche Sachen keine Gedanken machen, weil in Grania 2, da habe ich es glaube ich schon gesagt, kriegt man so oder so am Ende des Kampfes Punkte. Und es ist völlig egal, was ihr im Kampf überhaupt gemacht habt. Da kann man interessanterweise auch seine Mana-Eier unter den Charakteren hin und her switchen. Das ist quasi wie ein Accessoire ausgerüstet, während es hier halt beim Charakter fest ist. Das heißt, hier, wenn ihr einen Mana-Ei verteilt habt, könnt ihr das nicht einfach wieder wegnehmen oder so. Das geht hier nicht. Und jetzt mal im Ernst, die stehen so nah aneinander, Spieler. Kannst du mir nicht erzählen, dass ich jetzt nicht wenigstens zwei treffe? Nimm mal den in der Mitte. Das muss doch jetzt hinhauen. Komm schon, bitte. Und ist es bei euch heute eigentlich auch so extrem warm? Alle drei, sehr schön. Ich meine, es ist jetzt schon ziemlich spät und wir haben immer noch, ich glaube, über 10 Grad, aber es ist so, ja, warm halt bei mir, weil ich immer meinen Balkon schließen muss, damit ihr die blöden Flugzeuge am Himmel nicht hört. Die nämlich in letzter Zeit wieder aktiver sind und Zauber abbreche. So, übrigens, die Merrillstraße ist auch nicht so groß. Ich hoffe aber, dass ich alle, ja, Gegengift bekomme, sehr schön. Aber ich hoffe, dass ich nichts übersehe. Hab für heute aber wieder meine Map auf, also eigentlich dürfte das gar nicht passieren. Ist halt nur doof, dass ich immer so ein bisschen nach rechts gucken muss, aber na gut. Dann würde ich sagen, dashen wir einfach weiter geradeaus und finden, ja, eine weitere Back Attack, aber dafür gibt's auch ein bisschen Gold. Also hat sich das schon gelohnt im Moment. Einmal Sus Lebenspunkt überprüfen, die hat nämlich sehr viel abgekriegt. Na, okay, geht. Waren es scheinbar doch nicht so viele Treffer, wie ich gedacht habe. Okay, dann möchte ich jetzt, noch mehr neue Gegner. Gut, ich dachte, die sind erst ein Stückchen weiter hinten. Umso schöner. Diese Viecher, ich glaube, entweder sie oder eine andere Abart von ihnen können euch verwirren und das sind doch nicht gerade wenig am Screen. Also von daher bloß aufpassen, die können so irgendwie Eier auskacken und direkt rausschießen. Das sieht ein bisschen seltsam und fragwürdig aus, aber ey. Deswegen auch lieber den Puffywurf, weil ich hoffe, dass du stark genug bist, den zu killen. Müsste aber hinkommen, oder? Ja, sehr schön. Und noch eine Wurfstufe, sehr schön. Übrigens, wie gesagt, wir werden uns bald von ihren Wurfgeschossen trennen, also genießt die letzten Folgen, wo Sue tatsächlich mit einem Bogen spielt, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich vielleicht später nochmal dahin switchen werde, aber sehr bald wird sie eine Keule bekommen und ab diesem Moment wird sie wirklich stundenlang mit der Keule hin und her schlagen. Nicht unbedingt wegen ihrem Nahkampf, aber das hat einen anderen Grund und das war verdammt knapp. Weil wenn sie Combo-Angriffe macht, ist sie nochmal um Welten langsamer mit der Keule als mit dem Bogen. Und erst recht ihr kritischer Treffer. Ihr glaubt, der kritische Treffer für den Bogen dauert lange? Ha! Schaut euch erstmal den für die Keule an, den ich euch bald zeigen werde und präsentieren werde. Der ist auch teilweise wirklich so schwer zu berechnen, weil der nämlich wirklich extrem viele Frames hat. Aber, ja gut, du wirst nicht mehr zum Angriff kommen. Ne. Aber gut. Ja, Sue, du hast noch 37. Das sollte noch genug sein erstmal. Hip, hip, hooray. So, ansonsten, ja, sieht alles gut aus.
Und ein Level Up. Jetzt bist du schon 2 Stufen über Sue und brauchst fast immer noch so viel wie Sue für dieses Level Up. Und dabei ist sie jetzt Stufe 5 und du wirst Stufe 8. Ja, ihr merkt's, ne? Das ist schon etwas doof gemacht. Also zumindest aus der Sicht von Sue und aus der Sicht, wenn man Charaktere ungefähr auf gleichem Level haben will. Jedenfalls hier finden wir die Ohrringe. Ich habe ja gesagt, wir finden noch welche. Übrigens, daran habe ich jetzt noch nicht gedacht. Beziehungsweise, ich habe vergessen, das jetzt zu sagen. In diesem Gebiet werden wir ein Mana-Ei finden. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr gespoilert, aber ich möchte sicher gehen, dass ihr immer Bescheid wisst, wo wir die Mana-Eier finden. Und aus diesem Grunde werde ich das wahrscheinlich immer sagen, wenn wir in dem entsprechenden Gebiet sind. Ja, dank des Giftschutzes wurdest du nicht vergiftet. Jedenfalls schauen wir mal nach unten. Wenn wir da lang gehen würden, würden wir noch ein Item bekommen. Da werde ich aber später hingehen, weil der Weg hier in alle Richtungen ziemlich loopt. Und ich deswegen nicht Wege doppelt gehen will. Deswegen gehen wir hier auch erstmal rechts. Und hab nochmal neue Gegner. Okay. Die habe ich tatsächlich vergessen, dass es die hier gab. Aber warum denn nicht? Ich hoffe nur, ich schreibe auch alle in die Videobeschreibung. Hoffe, ich vergesse keinen, aber wenn doch, dann werdet ihr ja sehen. Jedenfalls Straßenkriecher. Auch wenn man meinen würde, dass sie eben anfällig auf Feuer sind, sind sie nicht. Aber ich setze das trotzdem ein, weil ich hoffe, dass ich 2 Gegner treffe. Aber sie sind tatsächlich nicht schwach auf Feuer. Wer hätte das gedacht bei solchen Raupenviechern, ha? Ich meine, dass die Monster auf Messina keine elementaren Schwächen haben, das ist in dem Sinne logisch, weil wir zu diesem Zeitpunkt im Spiel eh keine Magie haben können. Das heißt, was hätten wir von einer elementaren Schwäche eines Monsters, wenn... Wobei es halt, es kann eigentlich schon sein, dass ein Monster eine Schwäche hat, aber man kann sie auf jeden Fall nicht ausnutzen. Also in diesem Fall, wenn sie eine Schwäche hätten, wäre es sowieso furz egal, weil wir weder... Waffen können übrigens auch Elemente haben, aber wir hätten weder das gehabt, noch ein Element selber. Aber ja, ihr könnt tatsächlich Waffen finden, die verschiedene Elemente haben. Das erkennt man daran, dass sie in ihrem Waffennamen oder in der Waffenbeschreibung bereits ein Zauber steht. Das funktioniert auch so wie in Dragon Quest, dass ihr die Waffe, wenn ihr sie nicht ausgerüstet habt, im Kampf in eurem Item-Menü einsetzt, ihr diesen Zauber wirkt. Nur so nebenbei, also das kann für manche Leute vielleicht wichtig sein, für mich persönlich aber nicht, weil ich eben keine Objekte benutzen will. Außer jetzt, wenn es wirklich mal sein muss, Heilung, aber abgesehen davon eigentlich nicht. Aber, da wir gerade von Heilung sprechen, Sue könnte eine Wundsalbe vertragen. Und ich habe immer noch nicht die Verteidigungszahn benutzt, meine Fresse. Na, habe ich die jetzt? Doch, ich habe sie zugegeben, alles klar, alles klar. Und ich denke, wir werden heute etwas Zeit überziehen, weil ich es nämlich doof fände, wenn ich jetzt hier inmitten dieses Gebiets schneiden müsste. Und ihr habt ein Axtlevel für Justin verpasst. Nur so nebenbei, dass ihr da nicht mit den Zahlen irgendwie konfus werdet oder sie vergesst oder euch fragt, warum hast du auf einmal so viel? Darum versuche ich die Level doch immer zu sagen, oder ihr seht sie jetzt onscreen. Jedenfalls, wenn wir hier links abbiegen, dann sind wir am Ende des Weges. Aber vorher gehen wir hier nochmal lang, denn ein Item gibt es hier noch zu finden. Ja, und dieses Item wollt ihr definitiv nicht übersehen, weil es ist nur noch eins. Und was wird es tatsächlich sein? Das Mana-Ei. Genau das wollt ihr haben. Und genau deswegen seid ihr hauptsächlich hier. So. Auch nicht zu schwer. Spätestens am Ende der Episode muss ich diesen Spruch herbringen, ja? Aber gut, dann wären wir hier, glaube ich, fertig. Ich meine, die Vögel, die da am Ausgang gewartet haben, die habe ich jetzt noch nicht getötet. Dann machen wir die jetzt schnell noch. Schauen wir mal schnell. Ja, leider gibt es hier keinen Dash-Button oder so. Okay, die haben interessanterweise sogar einen Präventivschlag gekriegt und ich war hinten dran. Aber gut, gehen wir zum Haus von Fina. Beim nächsten Mal in Let's Play Grandia. Wem werde ich das Mana ergeben? Und welchen Zauber werde ich wählen? Das seht ihr dann. Bis dahin und bis dahin.